haben im Allgemeinen nur Absteiger. Die Ergebnisse von heute: Freiburg gegen Dortmund 1:2, Mönchengladbach gegen Bremen 4:1, St. Pauli gegen Karlsruhe 2:4, Stuttgart gewinnt 4:1 gegen Hamburg, Duisburg und Bielefeld 0:0 unentschieden und 1860 München gewinnt 3:0 gegen Düsseldorf. Auffällig an diesem Spieltag: von 23 Treffern erzielten allein die Stürmer 14. Martin Dahlin präsentierte sein erstes Saisontor, ein gewisser Giovane Elber hatte dieses Erfolgserlebnis bereits 12 Mal. Damit belegte er zusammen mit Bernhard Winkler und Andy Herzog Platz 3 in der Torjägerliste. Noch führt Sean Dangy mit 14 Treffern vor Freddy Bobic. Schiedsrichter Hans-Peter Best war gestern Abend der entscheidende Mann in Rostock. Platzverweis für Hansa-Keeper Bräutigam bereits nach 9 Minuten wegen angeblichen Handspiels vor dem Strafraum. Zweifelhaft. Rostocks Offensivpläne damit durchkreuzt. Die zweite wichtige Entscheidung in dieser Szene, nicht auf Strafstoß für Köln zu entscheiden, war schlichtweg falsch. Toni Polsters Gegenspieler. Klarer Elfmeter. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch gegeben, ja. Sicher. Ich spiele nicht den Ball, aber ich habe zu Toni auch gesagt, lauf doch die 2 Meter weiter. Normalerweise wollte ich auch, aber du hast mich und naja. Also wenn er gepfiffen hätte, ich hätte mich nicht beschweren können. Und hätte Rostock trotz Dezimierung gestern 3 Punkte behalten, auch die Kölner hätten sich nicht beschweren können. Wir waren in der Lage, uns trotz 10 Feldspieler bzw. 10 Mann auf dem Platz uns mehr Torchancen zu erarbeiten. Und deswegen sage ich mal, ist es eigentlich so, dass wir 2 Punkte verschenkt haben. Aber all das war offensichtlich nicht das Gesprächsthema nach dem Spiel zwischen Kölns Olisee und Rostocks Akpobori. Rostock gegen Köln 0:0. Alles nach vorne, den Ausgleich schießen, so die Anweisung von Klaus Troppmüller. Geholfen hat's nicht. Eigenbrauchs Tor zum 1:0 für Schalke zeigt ihn auf, den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen den Revierclubs. So weit sind wir noch nicht. So weit darf man die Maßstäbe hier noch nicht setzen, dass wir ganz vorne oder um die Plätze 4, 5 mitspielen können. Also ich sag, das soll unser Ziel bleiben oder mein Ziel bleibt es, weil warum sollen wir die Ziele auf einmal ändern? Schlechte Laune bei Darius Wosch. Seit dem Länderspieldebüt läuft nichts zurecht. Zu viel Verantwortung? Also ich will schon mal sagen, wir sind hier nicht Gladbach und wir haben ja kein Effenberg. Wir sind der VfL Bochum. Die ganze Mannschaft verliert und die ganze Mannschaft gewinnt, das soll man nicht vergessen. Und im Ruhrpott gibt es derzeit ja noch ganz andere Sorgen. Bochum, Schalke 0:1. Die Tabelle. Keine Mannschaft gewinnt auswärts so oft wie Borussia Dortmund. Der 6. Sieg auf fremdem Platz heißt vorerst Rang 1, zumindest bis morgen. Bayern München reicht ein Unentschieden in Leverkusen, um wieder an Dortmund vorbeizuziehen. Stuttgart ist die torgefährlichste Mannschaft der Liga. 46 erzielte Treffer bedeuten Platz 3. Der KSC wieder auf einem UEFA-Cup-Rang. Bremen versinkt im Mittelmaß. München und Bielefeld entledigen sich so langsam der Abstiegssorgen. Der HSV rutscht von 11 auf 12. Der MSV besticht durch unteres Mittelmaß. Gladbach auf Rang 14 auf dem Weg zur Besserung. Ab Platz 15, sprich Düsseldorf, wird's langsam kritisch. St. Pauli, Rostock und Freiburg haben eins gemeinsam. Sie warten 1997 noch auf ihre... Du hast mich und naja, also wenn er gepfiffen hätte, ich hätte mich nicht beschweren können. Und hätte Rostock trotz Dezimierung gestern 3 Punkte behalten, auch die Kölner hätten sich nicht beschweren können. Wir waren in der Lage, uns trotz 10 Feldspieler bzw. 10 Mann auf dem Platz uns mehr Torchancen zu erarbeiten. Und deswegen sage ich mal, ist es eigentlich so, dass wir 2 Punkte verschenkt haben. Aber all das war offensichtlich nicht das Gesprächsthema nach dem Spiel zwischen Kölns Olisee und Rostocks Akpobori. Rostock gegen Köln 0:0. Alles nach vorne, den Ausgleich schießen, so die Anweisung von Klaus Troppmüller. Geholfen hat's nicht. Eigenbrauchs Tor zum 1:0 für Schalke zeigt ihn auf, den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen den Revierclubs. So weit sind wir noch nicht. So weit darf man die Maßstäbe hier noch nicht setzen, dass wir ganz vorne oder um die Plätze 4, 5 mitspielen können. Also ich sag, das soll unser Ziel bleiben oder mein Ziel bleibt es, weil warum sollen wir die... Du hast mich und naja, also
wenn er gepfiffen hätte, ich hätte mich nicht beschweren können. Und hätte Rostock trotz Dezimierung gestern 3 Punkte behalten, auch die Kölner hätten sich nicht beschweren können. Wir waren in der Lage, uns trotz 10 Feldspieler bzw. 10 Mann auf dem Platz uns mehr Torchancen zu erarbeiten. Und deswegen sage ich mal, ist es eigentlich so, dass wir 2 Punkte verschenkt haben. Aber all das war offensichtlich nicht das Gesprächsthema nach dem Spiel zwischen Kölns Olisee und Rostocks Akpobori. Rostock gegen Köln 0:0. Alles nach vorne in den Ausgleich schießen, so die Anweisung von Klaus Trockmüller. Geholfen hat's nicht. Eigenbrauchs Tor zum 1:0 für Schalke zeigt ihn auf, den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen den Revierclubs. So weit sind wir noch nicht. So weit darf man die Maßstäbe hier noch nicht setzen, dass wir ganz vorne oder um die Plätze 4, 5 mitspielen können. Also ich sag, das soll unser Ziel bleiben oder mein Ziel bleibt es, weil warum sollen wir die Ziele auf einmal ändern? Schlechte Laune bei Darius Wosch. Seit dem Länderspieldebüt läuft nichts zurecht. Zu viel Verantwortung? Also ich will schon mal sagen, wir sind hier nicht Gladbach und wir haben hier kein Effenberg. Wir sind der VfL Bochum.